Heute ist der Weltkrebstag, ein wichtiger Tag, um vor allem auch an die Kinder und Jugendlichen in Österreich zu denken, die mit der Diagnose Krebs konfrontiert werden. Und es sind immerhin 300 Kinder und Jugendliche pro Jahr. Und eine ganz wichtige Einrichtung ist hier das St. Anna Kinderspital. Das forscht an Kinderkrebskrankheiten und es behandelt auch die Kinder. Eine wichtige Einrichtung. Und besonders wichtig für die Kinder mit Krebs ist, dass es in der Gesellschaft eine hohe Durchimpfungsrate gibt. Weil Kinder mit Krebs wegen einem geschwächten Immunsystem nicht geimpft werden dürfen und damit sie geschützt sind, braucht es eine große Durchimpfungsrate, braucht es einen Herdenschutz von gesunden Kindern. Und darum ist das Impfen der eigenen Kinder so wichtig, weil dadurch auch andere schwache Menschen und Kinder mit Krebs geschützt werden. Und darum muss es wieder eine höhere Durchimpfungsrate in Österreich auch geben.